Leon war ein großartiger Anführer. Ich hatte das Gefühl, er nahm mich endlich ernst. Besonders, da Dana nicht da war. Ich wusste, er liebte sie noch. Hatte er nicht die halbe Welt umrundet, um sie zu retten? Aber wir dachten alle, er sei zu spät gekommen und Dana sei mit ihren Eltern bei den Pogrom umgekommen. Also glaubte ich, seine Trauer würde irgendwann ein Ende finden. Und dann fiel Dana vom Himmel. Buchstäblich. Dana wurde von London geschickt, richtig? Um den Einsatz zu leiten, den ihr Widerstandsnetzwerk plante. Die Ausschleusung eines Zivilisten in die Schweiz, glaube ich. Richtig. Aber Leon sagte uns nicht, dass Dana daran teilhatte. Vielleicht wagte er selbst nicht, daran zu glauben. Sie hätten die beiden sehen sollen, Fräulein. Es war, als wären sie nie getrennt gewesen. Wissen Sie, ob Dana jemals ein Kind erwähnt hat? Vielleicht hatten sie vor, in Balta ja eins zu kriegen. Wer weiß? In Balta ja? Ja, sie sprachen ständig davon. Wie sie nach dem Krieg dort wohnen würden, zusammen mit Ludwig und seinem Stamm. Aber das war nur ein weiterer geplatzter Traum. Gut, ich sollte jetzt London kontaktieren. Mein Funkgerät ist unten. Dass es immer so schnell weg sein muss. Vor dem Funkkontakt mit ihren Mitstreitern sprechen. Okay, dann schauen wir uns aber hier erstmal um. Ja. Ich erkenne die Wagener Berge in diesen Zeichnungen. Leon muss sie während seiner Bergtouren in der Region gezeichnet haben. Die Zeichnungen sind aus dem Sommer, als wir uns kennenlernten. Diese Landschaften scheinen sich nicht in der Gegend von Wagen zu befinden. Leon muss diese Zeichnung gemacht haben, als er mit der Expedition in Baltaja war. Das ist eine Zeichnung der Goruns. Oh
Okay, es sind scheinbar auch einige neue dazugekommen. Insbesondere gestern Nacht hatte ich einen wunderschönen Traum. Insbesondere auch von den Goruns. Ja. Wir schauen hier nochmal. Moment, halt, stopp, guck dahin. Eins von Leons Bildern. Er hat eines von mir gemalt, wie ich auf der Terrasse posiere, in dem Sommer, als wir uns kennenlernten. Er hat es mir sogar geschenkt, damit ich ihn nicht vergesse, solange er in Baltaya ist. Die braunen Schatten haben es wohl zusammen mit Papas Galerie zerstört. Okay, kann man hier nichts machen? Bett machen wahrscheinlich noch. Herr Gustav hat mich hier untergebracht, als ich auf der Hütte arbeitete. Ich habe hier so viele Erinnerungen mit Leon. Als ich mit Junta nach London ging, hätte ich nie gedacht, dass ich noch einmal herkomme, geschweige denn Leon wiedersehe. Okay, dann macht sie das Bett halt nicht. Kann ich nicht nachvollziehen, weil ich mein Bett jedes Mal mache, sobald ich rausgegangen bin. Macht man halt eben so. Aber egal. Ich soll mit den Mitstreitern sprechen. Ja, das heißt wahrscheinlich hier oben. Komme ich hier nicht durch? Ach so, weil das... Ah, ich verstehe. Ja, ja. Ist hier jemand? Da kann ich nichts sehen. Da kann ich... doch ansehen, da hängt irgendwas. Lenis altes Zimmer. Ich sollte nicht reingehen. Ja, zwischen sollte und machen ist immer ein Unterschied, ne? So, da komme ich runter. Hier ist auch niemand. Ja gut, ich sollte mit denen sprechen, bevor ich das Funkgerät einstelle. Ich denke mal, dass sie alle unten sind. Aber ich schaue hier oben trotzdem nochmal eben nach, ob ich hier... eventuell noch irgendwas sehe oder finde oder sieht ja auch ganz anders aus, als wir es gewohnt sind. Das ist diese lose Diele. Juntas Versteck. Ich bezweifle, dass ich hier etwas finde, um das Funksignal zu verstärken. Das brauchen wir auch nicht. Wir müssen uns ja erstmal ein bisschen umgucken. Oh, das ist aber das Funk. Also wie ein Radio sieht das aus. Also hat Junta sie wohl nie abgeholt. Es ist doch eigentlich kein Wunder, wenn man bedenkt, dass ein Weltkrieg ausgebrochen ist. Okay, was müssen wir denn Funkgerät einstellen sogar nur? Also nicht reparieren, dann schauen wir einfach mal. Ja, das war jetzt sehr nichtssagend. Was für ein Chaos. Herr Gustav muss Juntas Dunkelkammer als Lager genutzt haben, nachdem sie weg war. Na gut, dann gehen wir erstmal nach unten. Das hier oben scheint ja das besagte Funkgerät zu sein. Ich denke mal, die sitzen alle unten und sind irgendwie was am Trinken. Vielleicht ist jemand draußen oder so, keine Ahnung. Da ist schon mal eine. Wo ist das? Diesen Einrichtungen nach zu urteilen, scheint Leons Netzwerk besonders gut organisiert zu sein. Schade, dass das nicht auf alle Widerstandsnetzwerke zutrifft, mit denen wir zusammenarbeiten. Na? Warum kann ich nicht mit dir reden? Jetzt. Darf ich? Leni und der Gorun scheinen sich nahe zu stehen. Schön, dass sie einen Freund gefunden hat. Nicht, dass Herr Gustav ihr keine Zuneigung entgegenbringt, aber sie war immer so allein auf der Hütte. Der Gorun hat Leon als seinen Bruder bezeichnet. Sie müssen viele Abenteuer zusammen erlebt haben, seit Leon ihn aus den Fängen von Herrn Berger befreit hat. Wahre Waffenbrüder und Schwestern. Man spürt, dass die drei immer zusammenhalten.
Sie zeichnen sehr gut. Für Sie, Dana Rose. Danke. Danke vielmals, Herr Ludwig. Es ist fast, als wären Sie an jenem Abend dabei gewesen. Leon hat erzählt. Hat er von mir gesprochen? Die ganze Zeit. Ich sollte gehen. Dann bis später, Herr Ludwig. Mhm. Oh, diese Zeichnung sieht aus wie Leon und ich. Der Goron muss sie nach Leons Erzählung angefertigt haben. Okay. Was ist hier noch? Nach dieser Propaganda gegen die Widerstandskämpfer zu urteilen, müssen die braunen Schatten recht verzweifelt sein. Das sind sie immer, diejenigen, die Propaganda verbreiten. Die terroristische Weiße Armee hat eine weitere Sabotage begonnen. Oje. Offenbar ist der Goron ein Albtraum für die braunen Schatten. Er muss der Super-Widerständler sein, von dem ich in London so viel gehört habe. Was ist das? Harold Exner. Laut Auswärtigem Amt ein Wissenschaftler mit wichtigen Informationen für die Kriegsanstrengungen. Seine Tarnung ist aufgeflogen, was zu diesem Einsatz geführt hat. Ich sag es besser nicht bei der Besprechung, aber er hat einen Ruf als arger Hitzkopf. Die Berghütte. Der Ort, wo zwischen mir und Leon alles begann. Ja, stopp. Karte der Alpen. Okay. Das ist ein Waffenversteck. Seit Herr Gustav weg ist, nutzen Widerstandskämpfer diesen Ort als Außenposten. Die Alliierten können den Widerstandskämpfern nicht genügend Material schicken, weshalb sie noch immer auf ihre altmodischen Methoden zurückgreifen. Naja, was heißt Dynamit ist altmodisch, ne? Ich meine, wir sind ja jetzt hier auch in einem ganz anderen Zeitalter. Die braunen Schatten wissen es sicher zu schätzen, wenn Leon und seine Leute sie mit ihren eigenen Granaten bewerfen. Ganz sicher. So, hier hinten können wir nichts mehr angucken. Dann gehen wir hier erstmal raus. Ich nehme mal an, draußen ist auch noch einer. Die Frage ist, ja, hier haben wir noch was. Ach, das ist das Funkgerät. Ahaha, okay. Das lassen wir erstmal. Können wir das hier öffnen? Nee. Warum hat Herr Gustav die Hütte verlassen? Haben die braunen Schatten ihn gezwungen? Vielleicht hat Leni ihn ja gezwungen. Okay, ich schau mal, ob draußen, weil das ist noch nicht abgehakt, ne? Nee. Ich schau mal, ob draußen jemand ist. Oh ja. Ein paar Leute sind hier draußen. Mit dem kann ich anscheinend aber nicht sprechen. Hast du London schon erreicht? Leni! Hm? Was gibt's? Unglaublich, wie groß du geworden bist. Wie ist es dir denn ergangen? Ganz gut, soweit. Ich habe gehört, dass die Hütte vor ein paar Jahren von den braunen Schatten geschlossen wurde. Euer Netzwerk hat offenbar das Beste daraus gemacht. Aber was ist mit Herrn Gustav? Ist er tot? Nein, ist er nicht. Obwohl, für mich könnte er es gerne sein. Es ist unglaublich, wenn ich daran denke, dass du und Leon an der Seite von jemandem kämpfen, der von so weit wegkommt. Ja,
Nachdem Leon ihn auf der Expedition in Baltaya gerettet hatte, nahm Ludwigs Stamm ihn über die Wintermonate auf. Sie wurden unzertrennlich, wie Brüder. So sehr, dass Ludwig darauf bestand, mit Leon hierher zurückzukehren. Jetzt ist er unser leidenschaftlichster Mitstreiter, der Schrecken der braunen Schatten. Bis später, Leni. Ja, Moment, da stand aber noch einer da hinten. Ich weiß nicht, ob ich mit ihm... Oh, was ist das? Ach, ein Handabdruck. Hallo? Da sagt die nichts zu. Na gut. So, bist du einer meiner Mitstreiter? Okay, weiter, weiter. Ist alles in Ordnung, Herr Exner? Sie wirken etwas nervös. Wenn es wegen Ihrer Flucht morgen ist, versichere ich Ihnen, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Leon ist der Beste für... Was morgen passiert, ist mir völlig egal. Was ist es dann? Es ist meine Frau, Andrea. Wie ich bereits Ihren Gorillas sagte... Ich kann nicht ohne sie weg. Ihre Frau? Ach, tut mir leid, Herr Exner, aber wir haben keine Befehle bezüglich... Ihre Befehle sind mir völlig egal. Ich gehe nicht ohne Andrea. Verstehen Sie? Ich gehe nicht. Sie halten mich für ein Schwein, nicht wahr? Ein egoistisches Schwein, das Leben anderer für die Frau, die er liebt, riskiert. Das denken Sie doch alle, oder? Nein, ich glaube, sie haben einfach nur Angst. Um sich selbst und die Frau, die sie lieben. Und Angst bringt nicht unsere besten Seiten zum Vorschein. Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Verhalten und erwarte kein Mitleid von Ihnen. Aber wäre etwas Verständnis zu viel verlangt? Ich meine, was täten Sie an meiner Stelle? Hm? Was täten Sie, wenn von Ihnen verlangt würde, zum Wohle aller Ihren Bergsteiger zu verlassen, den Sie so zu mögen scheinen? Hm? Denn genau das verlangen Sie gerade von mir und meiner Andrea. Um ganz ehrlich zu sein, wenn ich an Ihrer Stelle wäre, würde ich auch alle Register ziehen, um die zu schützen, die mir wichtig sind. Verstehe. Danke, Fräulein. Na, Hauptsache allen geht's gut. Mehr oder weniger. Ich kümmere mich um das Funkgerät. Ja, wer würde da nicht alle Register ziehen, wie sie es gesagt hat? So, das Funkgerät einstellen. Ich hoffe, es bleibt wirklich beim Einstellen und ich muss da nicht, war das hier rechts? Ja. Ich muss da nicht noch was weiß ich was alles machen. Untersuchen. Mit diesem Teil des Funkgeräts empfängt man Nachrichten. Okay. Mit diesem Teil des Funkgeräts empfängt man Nachrichten. Aber er hat mich gefragt, ob ich London erreicht habe. Das heißt, wir gehen erstmal das untere. Mit diesem Teil des Funkgeräts schickt man Nachrichten. Anschauen. Ich brauche meine Dokumente, um die richtige Einstellung zu finden. Sie sind in einer Seitentasche meines Rucksacks. Ernsthaft? Oh, ist das euer Ernst? In einer Seitentasche ihres Rucksacks. Der ist wahrscheinlich oben, denke ich mal, im Schlafzimmer. So, das haben wir hier alles durch. Jetzt hatte ich so gehofft, dass diese Folge nicht ganz so lange dauert. Da waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Weil ich nämlich gleich in Richtung Schule aufbrechen muss. Habe es aus Wagen rausgeschafft, obwohl die braunen Schatten die Sperrstunde jetzt strenger handhaben. Am wenigsten schwer war es, Franz' Eltern beizubringen, dass ihr Sohn beim letzten Einsatz umgekommen ist. Besonders hart hat es seinen Vater getroffen, als ich ihm sagte, dass er die Leiche seines Sohnes nicht abholen kann. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass Hart Tuck alle unsere Gefallenen im ewigen Eis bestattet.
wie auf einen gefrorenen Friedhof, damit sie eins mit dem Berg werden und in Frieden bei ihren gefallenen Waffenbrüdern ruhen, ohne Gefahr, dass die braunen Schatten sie je finden und ihre Gräber entweihen. Jedenfalls fiel es ihnen nicht leicht, sich mit Franz Tod abzufinden, auch wenn sie wussten, dass er das Risiko kannte. Ich versuchte, vernünftig mit dem Vater zu reden, und schließlich begnügte er sich damit, um Franz Habseligkeit zu bitten. Ich sehe keinen Grund, ihm das zu verweigern. Aber bisher hat er danach noch nie gefragt. Was meinst du? Würde Leon etwas dagegen haben? Stopp. Persönliche Habseligkeiten auf einem Haufen. Schlechtes Zeichen. Ein schlechtes Zeichen, okay. Okay, hier ist auf jeden Fall scheinbar nichts mehr. Dann... Och, wenn sie einfach gerade ausgehen würde, da wäre schon viel mitgetan. So, Seitentasche von ihrem Rucksack. Wie komme ich da jetzt ran? Ich kann nämlich hier gar nichts sehen in dem Zimmer. Ich kann mich auch nicht wirklich umdrehen hier. Hat sie den jetzt doch nicht hier oben? Wo hat die den denn? Bestimmt nicht bei der Leni im Zimmer. Ich denke aber auch nicht, dass sie den nach oben gebracht hat, oder? Kiste nur, das ist das. Das hat mir übrigens eben noch nicht angeguckt. Herrn Gustavs altes Radio. Ich erinnere mich an die vielen Sommerabende, die wir damit verbracht haben, Hörspielreihen zu lauschen. Können wir irgendwas machen? Oh, Moment. Haha. Nee, falsche Taste. Das ist eine Antenne. Okay. Wenn diese Antenne angeschlossen ist, muss sie sich öffnen lassen. Okay. Was heißt, da muss sie sich öffnen lassen? Aber hier kann ich sie anscheinend nicht ranmachen. Aber ich denke mal, das brauchen wir auf jeden Fall noch. Das ist von Leni, glaube ich, gewesen. Das war das. Ja, wo finde ich jetzt diesen Rucksack? Das ist eine gute Frage. Ich gerate nämlich wirklich aktuell etwas unter Zeitdruck. Ich hätte allerdings gerne vorher noch diese Sache mit dem Funkgerät abgeschlossen. Aber ich sehe ja sonst nirgendwo eine Tasche. Ah, ja gut, hier sind überall Taschen, mehr oder weniger, aber keine, die ich irgendwie nehmen oder benutzen könnte. Die meint jetzt auch nicht damit in der Seitentasche. Dokumente, Tagebuch, Ziele. Naja. Hier unten sehe ich auch nichts. Hat die draußen irgendwo noch eine Tasche? Das ist wieder das, was wir schon gesehen haben. Ja, das ist wieder so komisch blockiert. Eigentlich ist der Weg komplett offen, aber man kann nicht daran vorbeigehen, weil er blockiert ist. Oh. Jetzt schaue ich mal ganz kurz hier unten nach. Besser nicht zu weit weggehen. Oder auch nicht. Ein Sturm zieht auf. Ich hoffe, er bricht nicht los, bevor wir es morgen früh über den Teufelskragen geschafft haben. Okay, also wenn die Tasche hier draußen irgendwo auffindbar ist, dann muss ich tatsächlich einen kleinen Cut machen. Was blöd ist, weil der hier nämlich, soweit ich weiß, nicht speichert. Das nervt mich dann ehrlich gesagt jetzt gerade. Da ist aber meine Tasche auch nicht dabei, so wie es aussieht.
Nee. Ja, es tut mir wirklich leid. Ich hätte viel lieber einen besseren Cut gemacht. Können wir hier... Intro... Was? Schaut sie da runter und man kann dann die Tasche finden, oder? Vermutlich eher nicht, ne? Den müssen wir morgen überqueren. Es macht mir Angst. Nicht wegen der Überquerung. Leon kennt den Pass wie seine Westentasche. Nein, wegen dem, was danach zwischen uns passieren wird. Ich muss einsehen, dass London mich nicht bei ihm bleiben lassen wird, wenn wir den Zivilisten in die Schweiz gebracht haben. Und Leon wird seine Männer nicht verlassen und mir nach London folgen, solange der Krieg noch tobt. Wieder scheint alles sich gegen uns verschworen zu haben. Aber wenigstens habe ich ihn gesehen und weiß, er liebt mich noch. Und wenn wir nach dem Krieg zusammen nach Baltaya gehen, haben wir genug Zeit füreinander. Genug gegrübelt. Morgen habe ich den ganzen Tag Zeit für Selbstmitleid. Ja, das war jetzt nochmal nett. Es war auch gut, dass ich das gefunden habe. Aber wie gesagt, es tut mir wirklich, wirklich leid. Ich bin gerade sehr unter Zeitdruck. Ich muss nämlich jetzt rüberfahren zur Schule, beziehungsweise mich fertig machen und dann rüberfahren. Ich hätte lieber einen besseren Cut gemacht, indem ich das Funkgerät eingestellt hätte. Aber ja... Das scheint nicht so gewollt zu sein für heute. Deswegen muss ich mich leider erstmal in dieser Folge verabschieden und hoffe dann, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.